So, meine Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich hab's geschafft, zu meiner Insel zu kommen. Ich bin erstmal voll seekrank irgendwie, das geht gar nicht. Aber so schnell bin ich auf einmal an meiner Insel gewesen. Das hat mich quasi echt schockiert, wie schnell es auf einmal ging. Ich war auf einmal da. Na, war die Reise doch nicht so weit? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden Hilti langsam. Wir müssen uns mal drum kümmern. Warte mal eben. Ich hatte extra Dinge mitgenommen. Ein großer Schritt für mich, ein kleiner für... Und so weiter und so fort. Hier, da wollte ich, genau, die Lampe wollte ich für meine Insel haben. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Das war jetzt nicht so witzig. Aber Augsburger Puppenkiste, wer kennt's nicht? Kann mir mal einer erzählen, wo... Alter, hab ich mir geschraubt jetzt, ne? Ich dachte, der Hai ist schon wieder gegen mein Floß. Wobei, das ist ja schon kein Floß mehr. Das ist ja schon echt... eine geile Yacht hier. Kann mir mal einer verraten, wo ich jetzt meine Palmblätter hier alle reingepackt habe? Hä? Ich hab doch... Wo sind die alle hin? Ich hab doch so viel Palmblätter hier rein. Hä? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Wo sind die alle hin? Das Spiel hat meine Palmdings gefressen. Wie ist das möglich, frage ich mich. Das Spiel hat meine Palmdingens gefressen. Oh, das ist aber ärgerlich. Das heißt, wir müssen Nachbarninsel plündern. War ja sowieso irgendwann mal der Plan. Aber wir müssen noch eine Sache dringend erledigen. Das ist der Hai. Guck mal, jetzt sind diese Dinger da. Wir müssen echt aufpassen. Die sind immer mal woanders. Das ist echt anstrengend, wirklich. Ah, guck mal, ich hab da ja noch jede Menge. Aha. Ja, das ist ja kein Problem dann soweit. Guck mal, meine Aloe Veras kommen hier richtig gut. Geil. Muss ich nochmal bauen. Was muss ich dafür nochmal haben? Weiß ich gerade gar nicht. Alter, guck mal, was ich hier alles hab. Das ist ja irre. Habe ich mich ja nochmal gut ausgerüstet, bevor ich hier damals gegangen bin, oder? Das heißt, eigentlich müssen wir dann nur neues... Ja, guck mal. Das wird. Wir brauchen nur was zu essen gleich. Genau, eigentlich müssen wir auch nur was neues Essen finden. Pass aber mal eben auf. Wir könnten... Huch, wie das kleckert, ne? Guck mal, den könnten wir gut gebrauchen. Wir lassen die Rocks gleich mal draußen. Oder warte mal, was haben wir hier? Guck mal, die ist leer hier. Aber ich brauche den Kompass. Ach, herrje. Guck mal, wenn man so viel denkt, ne? Das ist dann, haut das immer nicht so ganz hin. So, den nehme ich mal mit. Wo ist meine anderen Dings? Hä? Wo ist die andere Kiste denn jetzt hin? Ich habe doch gerade eine andere Kiste gesehen, die quasi leer war. Die nehmen wir mal raus. Den schmeiße ich hier mal ab. Der bleibt sowieso hier liegen. Das ist denn sowieso scheißegal. So. Genau, der ist leer. Dann kommt hier mein Kompass mal rein. So, was haben wir hier drin? Brauchen wir nicht noch eine Lampe? Das ist ja Quatschkram. Noch ein Fernglas. Wir haben... Oh mein Gott, warte mal. Nun komm, geh doch mal 2 Zentimeter ran. Genau. Chup. Genau, den schmeiße ich auch mal wieder raus. Und dann haben wir mal neue Kisten, die wir mal mit an Bord nehmen können. Blop. Babs. Und Babs. Nein, das war verkehrt, ich holi. So, das. Was haben wir hier nochmal? Die Speere könnte ich gut gebrauchen. Da ist der Kompass drin, den müssen wir auch nochmal... Oh! Okay, machen wir gleich. Wir müssen gleich nochmal Holz hacken, damit wir... Aber ich habe ja noch Holz dabei. Wie es ausschaut, Alter, mit der Kiste zu laufen. Das sieht echt irre aus. Ja, dann können wir mal gucken, dass wir das hier mal aufpimpen soweit. Wir müssen gleich mal die Fallen kontrollieren. Yep. Oh, Alter. So, wie schaut's aus? Das ist leer. Da sind Rocks drin. Die brauchte ich eigentlich hier, die Rocks. Moment, was passiert da gerade? Und das ist das mit den Rocks, ne? Genau.
Hüp. Auf unserer Insel gibt es hier keine Rocks. Das ist echt irre. Was? Guck mal, da hinten ist auch noch eine Insel. Die können wir nachher plündern. Das wird wahrscheinlich eine Insel gewesen sein, wo wir schon mal waren. Des Öfteren. So, welche war jetzt die mit den Kompass? Genau, den brauchen wir. Und hier brauchen wir einmal reinlöschern. Die Lampe, die kann raus. Oh, ach cool. Liegt übereinander halt, ne? Ja gut, ist halt so. So. Gut. Das ist gut soweit. Jetzt sollten wir uns mal gucken, dass wir gleich mal alles mögliche an Speere mitnehmen, damit wir endlich mal diesen beschissenen Hai bekämpfen können. Oder uns auch mal so eine Speerkanone bauen. Das können wir gleich mal machen. Wir brauchen dafür einmal Leder. Und den Rest weiß ich nicht mehr. Und diesen Tank halt. Up, komm, komm, darauf jetzt. Eieieiei. So. Sehr gut. So, wir brauchen dafür einmal Leder. Wo ist denn mein Leder? Wo ist denn mein Leder? Brauche gleich noch Holz, ne? Genau, das nehme ich mal raus. Und zwar für den Ofen. Ich meine, gesagt, für unser Lagerfeuer. Das ist mein Leder. Heppala, was ist hier los? Ja, ich habe mir so ein Palmwedel mitgenommen. Ja, da können wir auch dreimal hin und her laufen. Oder wir schwimmen einfach mal. Aufpassen. So, wo ist denn das da genau? Nun leg es doch rein. Boah, Alter, 3 Jahre später. Dankeschön. So, und einmal wegschmeißen. Sehr gut. Dann könnten wir uns nachher nochmal so ein Beet bauen. Guck mal, hier sind noch 2 Inseln. Die müssen wir uns nochmal unter die Lupe nehmen hier nachher. Das machen wir auch nochmal. Wir müssen da von unserer Heimatbase ausgehen. Guck mal, normalerweise würden wir von dem Schiff, wenn wir jetzt hier geradezu weggeschwommen. Ich denke mal einfach, da ist nichts, aber da müssen wir nachher hier mal. Ne? Aber Kompass. Kompass ist wichtig. Was wollte ich hier eigentlich gerade machen? Da ist noch so ein Ding, Alter. Aufpassen, aufpassen. Überall aufpassen. Also meine Bird Trap haut hier nicht so wirklich hin, ne? Da habe ich mir irgendwie ein bisschen besser vorgestellt, ja. Vielleicht muss ich mehr davon machen einfach oder so, keine Ahnung. Ach so, ich wollte Leder machen. Genau, Leder wollte ich machen. Oder haben zumindest. Und dann wollten wir mal gucken, dass wir schon mal vielleicht die Speerschleuder herstellen können. Um dann nachher auf den Hai zu schießen. Wäre natürlich sehr, sehr optimal, wenn das dann auf einmal schnell gehen würde, ne? Also wenn man den Hai dann. Geil. Ich hätte schwören können, ich habe Spring gedrückt. Naja, egal. Da hinten ist mein Leder, ne? Genau. So, lass mal gucken, was brauchen wir. Werkzeuge. Und jetzt kommen. Wir brauchen 2-mal Holz. Ein Tape müssen wir auch noch irgendwo haben. Und die Flasche. Das Holz kriegen wir irgendwie schon hin. Und Tape müssten wir hier irgendwo in den Kisten haben. Oh, es gibt wieder schönes Wetter. Das ist irre. Dann leckt das Spiel gleich immer wieder Sau bei mir, ne? Das kann man schon fast vergessen dann. Dann kann man das vergessen zu spielen. Die habe ich gerade nur reingerichtet. Ich glaube nicht, dass wir hier Tapes haben. Ist noch Rocks. Das ist gut, die brauche ich. Das ist die Flasche, die wissen wir ja gleich, wo die ist. Die Lampe will ich mal für meine Base haben. Aber Tape müssen wir irgendwo auf jeden Fall haben. Guck mal, hier haben wir noch genügend, um uns gleich nochmal Dings herzustellen. Ein Beet, aber Pipi. Für Pipi. Ich wollte eigentlich ein Beet für Pipi nochmal machen.
Ich glaube tatsächlich, ich meine, ich bewässere die Aloe Veras ja hier nicht, aber ich glaube, die kommen einfach nur gut gerade. Wegen dem Regen. Ne? Und sind das drumherum auch Aloe Veras, die hier kommen? Wahrscheinlich. Das freut mich. So, lass mal checken, was haben wir hier drin? Wir brauchen Tape, wir müssen doch irgendwo Tape haben. Ich hätte schwimmen, guck mal, da habe ich mir schon eine Hacke noch gemacht, stimmt ja. Ach komm schon. Wir müssten irgendwo noch Tape haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier kein Tape mehr haben. Oh, guck mal, Fisch liegt hier noch rum. Ob der noch gut ist? Was brauche ich denn gerade aktuell nicht? Ja, ich hatte zwei Speere. Ja gut, dann machen wir es mal so. Nee, da ist kein Platz mehr. Warte mal. Da legen wir das rein. Nehmen wir uns dafür aber die hier mit. Ja, und nimm das Leder auch gleich natürlich mit. Nicht. Warte mal, ey, komm. So, ich wollte an für sich. Wieso habe ich noch so wenig Speere am Start? Habe ich denn so viele weggeworfen? Eigentlich will ich nämlich den Hai töten. So, ich war der Meinung, wir haben Tapes, Alter. Ich dachte, wir haben Tapes jede Menge. Wo sind die alle hin? Kann ja alles nicht wahr sein. Alle weg. Scheiße. Und in den Wracks wird mir natürlich auch nichts mehr, ne? Lass mal um die Insel laufen. Vielleicht ist hier irgendwie nochmal irgendwas geschehen in der Zeit, wo wir hier weg waren. Vielleicht was angetrieben. Guck mal, wie viele Dingens wir haben. Können wir jede Menge Bums draus machen. Hier ist noch eine Frucht. Ne, das ist keine Frucht, ne? Ne, das ist nur so ein Blättchen, was aussieht wie eine Frucht. Eine Fake-Frucht. Wir müssen schön aufpassen, dass wir nicht irgendwie wieder reinlatschen irgendwo. Genau, wir werden sonst hier geradeaus weitergesegelt. Natürlich kommt an unserer Heimatbase nichts mehr irgendwie angestrandet, ne? Ist ja irre. Guck mal, da wäre auch nichts mehr passiert da hinten. Ne. Da gibt es keine Insel mehr. Nur noch da, wo wir gerade drauf zu sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich höre schon den Hai. Aber diesmal will ich noch haben. Was ist denn das? Achso, da kamen wir her ursprünglich mal, ne? Genau. Ja, genau. So, wo bleibt der Hai? Dass wir keine Tapes haben, das formt mich aber richtig, ey. Das finde ich ein bisschen doof. Was haben wir denn hier? Ein Archer. Hm. Schade, ich dachte, das wäre irgendwie Special One High irgendwas. Hier, Fisch irgendwas. Habe ich gar keine Lampe ausgerüstet? Wahrscheinlich nicht, ne? Diese Paletten wären doch eigentlich gut zum Ver... Guck mal hier. Aber warte mal, das müssen wir einmal ganz kurz raus. Ah, super. Ah, komm! Warum taucht sie nicht auf? Alter, tauch auf! Es wird dunkel, jetzt kommt der Hai, ne? Ja, da ist er nämlich schon. Echt jetzt? Scheiße. Habe ich mich hier damals nicht vergiftet, als ich hier runtergesprungen bin und pipapo? Es bringt bloß einfach nichts, wenn wir jetzt hier... Oh. Besser. Er kreist hier nicht seine Runden, ne? Doch, da. Wo
Wow, das ist aber sehr seicht für ihn. Feuer nehmen, ey. Ich treffe ihn nicht. Die blöde Kuh. Das ist natürlich super Käse, wenn ich einen Hai nicht treffe, ne? Mist, naja, komm. Es ist einfach ärgerlich. Naja, was soll's. Die Nacht kommt auch und dann können wir eh nicht mehr so viel ausrichten hier gerade. Dabei war es doch eben gerade erst nachts, ne? Das ist das Spiel. Das ist. Es hat mehr Nächte als Tage. Dabei waren wir auch gerade so fit, ne? Aber ich habe da noch einen Fisch gesehen. Können wir nochmal abgrillen. Nachher. Und ich denke mal, sowieso zu trinken finden wir ja genügend auf dieser Insel. Dadurch, dass wir uns so einen wunderbaren Kollektor gebaut haben. Das finde ich schade, dass es so spät erst auftaucht, ne? Diese müssen wir nächsten Tag jemand mal plündern gehen. Das machen wir aber so. Denn, wir brauchen jetzt auch noch mehr Holz und so was alles für den. Hi, was brauche ich, um ein Beet nochmal herzustellen? Da 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 di da 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 so happy together. Zwei von denen, da kann ich uns ein Beet bauen. Das ist doch schön. Dann baue ich uns doch daraus mal ein Beet. Komm, das können wir jetzt nochmal schnell machen. Dann machen wir ein Nickerchen. Nächsten Tag verbrennen wir dann unsere Fische. Und dann plündern wir diese Insel hier aus, denn einfach mal alles ab an Holz weghacken und daraus denn das hier bauen, damit wir unsere Base hier erweitern einfach ein bisschen. Genau, weil ich hatte nämlich vorgehabt, hier nochmal drei rauszumachen und dann wollte ich hier nämlich mein kleines Häuschen hinbauen. Es wird auch mal Zeit, dass wir mal irgendwie mal so ein Häuschen haben. So, wo waren die Dinger jetzt, die wir brauchen? Hier. Die Wellbleche hier. Dann muss ich nochmal ganz kurz unsere Fishtrap nochmal begutachten, ob da jetzt irgendwie was mal reingefallen ist. Hier sind unsere Beete, mal gucken. Story. Und das scheint ja so eine Art Endgegner hier zu geben, tatsächlich, ne? Hab ich den nicht? Was? Wieso? Hä? Moment, was ist hier bloß los? Ist hier ein Komplott gegen. Wieso geht das nicht? Ach so. Warte, hab ich doch. Warte, halt. Oh, manchmal muss man noch lesen, ne? Hab ich doch. Wo ist das Ding? Wo hab ich das jetzt reingepackt? Da, genau. So. Jetzt ist alles gut. Guck mal, der Hai. Man kann ihn immer noch hören, ne? Wie er hier rumplätschert irgendwo. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. So? Nee. Ein bisschen schicki muss das schon sein. Holt E to clear. Leck mich. So, jetzt machen wir mal ganz kurz
Ein Nickerchen, speichern, essen, trinken, plündern. Das ist der Plan. Klasse. Eigentlich wollte ich gleich nochmal streamen. So viele Sachen, die man eigentlich immer vorhat zu tun. Ja. Entschuldigung. Manchmal habe ich hier so. Das ist kaputt bei mir im Kopf. Hat auch keinen Zweck mehr. Kann man nichts bald machen. So, Sief. Jo, ein Freeze. Na, bin ich mal gespannt, ob man den auch mal irgendwie verwerten kann, ja? Ich meine, das ist immer ein mittleres Fleisch, ne? Das sollte man nicht verschmähen. Ich glaube, das ist ein Bug mit diesen Dorschen. Ne, jetzt ist er weg. Komisch, hatte ich nicht. Ich hab doch keinen liegen lassen, Mann. Oder irgendjemand bringt mir das Fleisch denn immer netterweise hierher. So, nochmal eben den anderen Fisch nochmal aufmachen. Das sieht aber süß aus, ne? So. Schnipp. Smoker. Campfire. Und dann mal los. Lass starten. Und komm, spring an. Mann. Dankeschön. Oh ja, wir brauchen auch was. Das brauchten wir. Und ich bin der Meinung, ich habe das ja auch irgendwo gesehen schon auf der Insel. Bloß hier habe ich doch keine Steinhacke. Wo finde ich die denn? Achso, bei Wechsel wahrscheinlich. Brick Station. Und das ist hier unsere Tankstelle. Die könnten wir damit mal herstellen. So, Planken. Fire Pit. Das wäre schon mal geil, wenn man die mal herstellen würde, ne? Spitzhacke wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Dafür brauchen wir zweimal Leder, zweimal das. Warum habe ich noch keine gemacht? Ich müsste doch noch Stones haben irgendwo. Guck ich gleich mal nach. So, jetzt müssen wir ganz kurz was trinken. Sehr fein. Die können wir gleich mal wieder wegpacken. Nein. Cancel. Unglaublich, wie viel ich davon habe. So. Irgendwo ist Fleisch, glaube ich, gerade fertig geworden. So, viermal haben wir dabei. Ach, komm schon. Nimm mal, sei doch mal. Mach doch jetzt. Oh, bitte. Das ist doch nicht voll. Oh, offensichtlich ja schon. Na gut, dann doch. Gut, das Ding packen wir mal wieder weg. Die Hake. Sehr gut. Und jetzt zum Fleisch. Davon müsste eigentlich eins reichen, ne? Ah, ich glaube, ich erstmal lieber zwei, ne? Auf jeden Fall zwei. Das andere sind dann meine Notreserven quasi. So. Dann lass uns nochmal einmal eben schnell. Ja, wir brauchen auch jede Menge Speere noch, die ich machen muss. Lass uns noch einmal flott gucken, was unser Fishtrap macht.
Wenn ich mich noch dran erinnern würde, wo die ist, ne? Sie ist weg. Hey, wo ist unser Fishtrap, Mann? Die ist irgendwie weg. Na dann komm, aufs Boot drauf. Na, warum auch nicht? Schnell mal eben den Anker lösen. Quatsch. So, komm. Ich habe mir vorgestellt, ich nehme jetzt... Hallo? Mein Bötchen ein bisschen weiter raus. Boah, mich gruselt das. Boah, habe ich mich wieder erschrocken, ey. Bist du eigentlich doof? Komm. Und einmal ab in die See. So. Und jetzt geht's Plünderung weiter, ne? Zwei Inseln voraus. Wir nehmen alles weg, was wir da finden können. Alles an Bäumen und hast nicht gesehen. Und stecken uns alles rein. Was brauchte ich denn noch? Was sagte ich noch? Tapes brauche ich noch. Man müsste ab und an mal die Wracks doch noch abtauchen. Ob da vielleicht noch was übrig ist. Von. Ich hatte ja auch schon mal Wale gesehen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme war. Da war der Hai. Guck mal, der verfolgt uns richtig, ne? Das ist irre. Und ich mache mir schon die ganze Zeit immer Gedanken über diesen scheiß Hai, den wir offensichtlich hier einfach nicht loswerden können. Müssen wir uns so ein kleines Beiboot holen, um Haie zu jagen, irgendwie. Herstellen. Aber was ich schon alles machen wollte, um den Hai zu jagen, ne? Ich treffe den ja nicht mehr. Und ich denke mal, im Nahkampf habe ich da kaum Chancen gegen den, ne? Es sei denn, ich krieg mich irgendwo dahin versteckt, wo der... nah an mich rankommt, aber nicht an mich rankommt. Aber wir halten hier gleich daneben. Das wird mit Sicherheit sein, eine Insel, die... mit Sicherheit sein. Das wird mit Sicherheit eine Insel sein, die ich schon gescheckt habe. Auch ebenso durch diese da vorne. Und die da hinten auch. Versuchen wir hier so in der Nähe vom Wrack so ein bisschen zu bleiben. Guck mal, das Treibgut am Ding ist schon mal sehr gut. Oh, guck mal, da hinten kommen noch mehr Inseln. Gut, so machen wir das. Hier ankern wir jetzt. Oh, vor der Freeze. Boah, guck mal hier, die fetten Steine, die auch aus dem Wasser ragen, ne? Mal schon ein bisschen aufpassen. Ja. Wetter wird schlecht? Nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das haben wir noch was übrig gelassen an Pipi oder sowas? Nee. Was?
dachte schon, der Hai ist schon wieder am Land. Habe ich hier noch nicht irgendwie was gebaut? Aber die Insel ist nicht völlig unberührt von mir geblieben, ne? Also, kann sein, dass ich immer zum Plündern hergekommen bin. Wir checken nochmal eben ganz kurz. Da, guck mal, da ist auch ein Lagerfeuer. Checken das nochmal ganz kurz aus, hier die Gegend. Die Strände, meine ich. Hier, lass uns doch mal sofort so Fischspeere herstellen. Nee. Dann sprudelt das ein bisschen. Dann musst du, guck mal, sind da... Aber hier kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas noch drin ist. Nein. Ach, das ist meine Insel, ne? Ja, genau. Meine Insel? Ist das da hinten? Nee, das ist meine Insel. Da sehe ich noch zwei Inseln. Ach, herrje. Aber die sind alle nicht so gigantisch groß, ne? Echt ein bisschen ärgerlich, tatsächlich. Da hinten ist was. Was haben wir da? Pipi? Nö. Gut. Dann komm, lass uns mal... 20%, das ist jetzt nicht so der Hammer, ne? Kiste aber mal mitnehmen können, irgendwie. Wow. Alter. Raste mal nicht so aus, Digga. Lass mal gleich die Wracks abtauchen nochmal schnell. Das halte ich gerade für sinnvoll. Nochmal ein paar Speere herstellen. Nein. Oh, ich dachte, ich habe die Lampe rausgenommen in meiner Base. Schade. Habe ich wohl vergessen. Echt jetzt voll? Oh, habe ich eine Hand ausgerüstet. Glaubt mir jetzt keine, ne? Ja, voll. Machen wir gleich noch mehr zu. Wir segeln mal 2 Zentimeter weiter, damit wir mal näher am Wrack rankommen. Damit der Weg jetzt nicht so weit ist. Genau hier zwischen, das wäre super cool. Schauen wir mal, ob wir noch was finden können. Mal geradeaus weiter ist auch eine Insel, die können wir als nächstes untersuchen. Scheiße, nun haben wir aber Tuch. Das sollte man nicht verschmähen, ne? Mich gruselt das ehrlich, boah, so ein bisschen so ein Schauder, ne? Kennt ihr das? Boah, möchte man selber die Füße hochheben dabei, ey, boah.
Wenn man so mit den Füßen im Wasser noch ist und dann irgendwie ein Heider unterschwimmt, man weiß ganz genau, da ist der irgendwo. Boah. Ekelhaft. Wow, guck dir mal den dicken Fisch an, den bräuchten wir eigentlich auch nochmal. Da eine Kiste. Wie gut, dass wir die wohl nicht mitgenommen haben. Was haben wir da? Egal, können wir gebrauchen wahrscheinlich. Nehmen wir mit. Cool. Ich habe was gefunden, was wichtig ist. Oh. Und hier haben wir keine Luft mehr. Das ist natürlich echt scheiße, so ein bisschen. Yo. Sharky Shark ist wieder da. Verschwinde, du dreckiger Bastard. Ich brauche die scheiß Reifen, die drin sind. Das ist scheiße, ich brauche die Reifen. Die finde ich schon wichtig, dass wir die mitnehmen könnten. Guck mal, wie sich das ranzoomt, diese Fischaugenoptik so am Rand. Da ist er, Sharky Sharky. Sharky Sharky, kommst du mir? Sharky Sharky. Du bist nur ein Tier. Da ist er schon. Voll daneben geworfen, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. In dem Moment. Voll verzogen. Sharky, du kleine Maus. Komm doch mal raus. Ist er weg? Es blubbert auch nichts mehr, ne? Ne, doch, er ist noch da. Warte mal, irgendwo ist er noch. Da. Scheiße. Das Problem ist, es ist zu viel. Es ist zu viel Fläche, wo wir uns drauf befinden können und er uns umkreisen kann. Wir können ihn nicht irgendwo direkt festmachen, irgendwo. Wir müssen uns quasi auf so einen kleinen Felsen wieder vorne hinstellen und dann irgendwie warten, bis er kommt und ihn dann abhieksen oder so. Komm, wir machen nochmal einen neuen Speer. Ich brauche die Reifen, das ist auch Kinderkacke irgendwie. Wo habe ich denn jetzt? Da ist mein neuer. So, warte mal eben. So, was haben wir denn hier drin? Die sind schon mal sehr sinnvoll. Ich dachte gerade, wir haben uns irgendwie gelöst hier, Alter, und fahren so weg hier. Hai ist weg. Hoffe ich mal. Einfach mal so. Scheiße, von hier aus geht es nicht durch, ey. Das ist auch Kinderkacke. Wo ist das Loch da? Und da ist er wieder, der Hai. Man müsste sich auf so einen Mast darauf stellen können oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so da hinstellen. Mein Gott, hier sind Reifen. Die finde ich gerade Wir können die nochmal auf dem Rückweg einsammeln. Das ist totaler Blödsinn. Wenn wir jetzt hier stehen und einfach eine scheiß Position haben, wo wir diesen Hai einfach nicht kalt kriegen können. Wir schwimmen mal zur anderen Insel rüber und gucken mal, ob wir da aber irgendwas erreichen können. Und dann nehmen wir eben halt den Hai und die Reifen auf dem Rückweg aber wieder mit. So halte ich das, glaube ich, irgendwie für sinnvoll. Zumal wir brauchen auch unbedingt Tapes noch, damit wir so eine Speerschleuder bauen können nochmal. Der Hai ist immer noch hinter uns her, ne? Guckt euch das mal an. Hört mal zu, wie der zu der schwimmt, ey.
Und deswegen, er muss sterben. Dieser Hai muss sterben. Aber in dieser Folge nicht, liebe Leute. Das muss ich euch jetzt schon mal sagen. Leider war das für eine kleine Plünderungsfolge vielleicht, ne? Wir sind weiterhin auf dem Plünderungsfeldzug. Und ich denke, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, Freunde!